Ja, der IWF ist nicht viel anders aufgebaut als andere Finanzinstitutionen. Also es gibt ein Direktorium, es gibt einen Gouverneursrat und es gibt einige tausend Angestellte, die alle in Washington sitzen. Aber das Wesentliche ist eigentlich, nach welchen Kriterien die Mitglieder des IWF ausgewählt werden. Es gibt ein einziges wichtiges Kriterium, um Mitglied im IWF zu werden oder Angestellter im IWF zu werden. Und das ist, man muss Anhänger des Neoliberalismus sein. Der Neoliberalismus ist eine von zwei großen Schulen in der Volkswirtschaft. Die eine sind die Keynesianer, die auf den englischen Ökonomen John Maynard Keynes zurückgehen, der immer gesagt hat, der Staat muss in schwierigen Situationen in die Wirtschaft eingreifen. Die Neoliberalen, die auf die Chicago School of Economics unter Milton Friedman zurückgehen, behaupten dagegen, dass der Staat sich unbedingt aus der Wirtschaft raushalten soll und das ganze Geschehen den Märkten überlassen soll. Die sprechen dabei immer von freier Marktwirtschaft und unterschlagen dabei aber, dass die Marktwirtschaft seit Jahrzehnten von der Finanzwirtschaft dominiert und manipuliert wird. Deswegen Ja. sind Anhänger des Neoliberalismus grundsätzlich auch Vertreter der Interessen der großen Finanzwirtschaft. Ist das eigentlich dann, was Neoliberalismus genannt wird, zutiefst illiberal? Ja, also das Wort eigentlich führt, wie so viele Wörter, absolut in die Irre. Also das erinnert schon an George Orwells Doublespeak. Ja, die nächste Frage wäre dann eigentlich, gehört der IWF abgeschafft? Aber Ja, wenn, was passiert denn dann? aus moralischen Gründen müsste man ihn nicht nur abschaffen, sondern man müsste die Verantwortlichen des IWF vor ein internationales Gericht stellen und sie zur Rechenschaft ziehen für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie in den letzten Jahrzehnten begangen haben. Weil die haben Menschen in den Tod getrieben, die haben Menschen verhungern lassen, die haben alten Menschen die Lebensgrundlage entzogen, die haben Kranken die Möglichkeit einer Behandlung vorenthalten, die haben jedes menschliche Verbrechen begangen, was man sich vorstellen kann. Es ist ja auch so, dass Sie das Buch den Menschen in Afrika, Asien und Südamerika gewidmet haben, die es nicht lesen können, weil die Politik des IWF ihnen den Besuch einer Schule verwehrt hat. Jetzt frage ich Sie mal ganz offen, sind das Menschenfeinde, die da arbeiten? Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ich denke, das sind absolut skrupellose Menschen, denen die Dollarzeichen aus den Augen gucken. Es sind Menschen, also so wie sehen Sie die Christine Lagarde an, was das für ein Charakter ist. Ich meine, die selber verdient 50.000 US-Dollar im Monat, lebt wie eine Großfürstin oder wie ein Sonnenkönig und erzählt den Griechen, die sollen gefälligst ihre Steuern zahlen. Die selber ist von Steuern befreit, weil sie als Mitglied des IWF und einer Unterorganisation der Vereinten Nationen angehört und diese Leute zahlen keine Steuern. Ich meine, das ist ein Zynismus und eine menschliche Einstellung, die erinnert mich schwer an die Marie Antoinette, die damals zur Zeit der Französischen Revolution gesagt hat, wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen fressen. Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und wir haben heute folgendes Thema, nämlich wir hören immer wieder von ihm in den Nachrichten, doch wissen wir auch, was er eigentlich ist. Gemeint ist der Internationale Währungsfonds IWF. Vor mir hier auf dem Schreibtisch liegt das Buch Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzugs, erschienen beim Tektum Wissenschaftsverlag. Geschrieben hat das Buch Ernst Wolf und mit Ernst Wolf bin ich nunmehr in Berlin verbunden. Hallo, Herr Wolf. Hallo, guten Tag. Jetzt, bevor wir über das Buch sprechen, würde ich Sie gerne bitten, sich einmal den Zuhörern vorzustellen, was Sie so machen, wenn Sie nicht gerade Bücher über den IWF schreiben. Oder wie sind Sie auch dazu gekommen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Ja, ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit dem internationalen Finanzsystem, habe allerdings in verschiedenen anderen Berufen gearbeitet, unter anderem als Drehbuchautor und auch im Ausland viel gearbeitet. Aber ich habe mich die letzten 6,5 Jahre ausschließlich mit dem IWF befasst und bin auf die Idee gekommen, weil ich nirgendwo ein Buch über die Geschichte des IWF gefunden habe. Es gibt also massenweise Dissertationen und viele einzelne Aufsätze über den IWF, aber keine umfassende Darstellung seines Wirkens. Worauf führen Sie dieses Phänomen zurück? Na, ich denke, dass es wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass es ein sehr umfassendes Thema ist, weil während des Schreibens habe ich gemerkt, dass es eigentlich fast nicht zu bewältigen ist, weil der IWF eben in 180 Staaten sein Unwesen getrieben hat und viele Materialien und viele Informationen auch schwer zugänglich gewesen sind. Ja, fangen wir mal mit zwei grundsätzlichen Fragen an. Und Ja. zwar wären das, wie ist der IWF aufgebaut und wer hat das Sagen?
Ja, der IWF ist nicht viel anders aufgebaut als andere Finanzinstitutionen. Also es gibt ein Direktorium, es gibt einen Gouverneursrat und es gibt einige tausend Angestellte, die alle in Washington sitzen. Aber das Wesentliche ist eigentlich, nach welchen Kriterien die Mitglieder des IWF ausgewählt werden. Es gibt ein einziges wichtiges Kriterium, um Mitglied im IWF zu werden oder Angestellter im IWF zu werden. Und das ist, man muss Anhänger des Neoliberalismus sein. Der Neoliberalismus ist eine von zwei großen Schulen in der Volkswirtschaft. Die eine sind die Keynesianer, die auf den englischen Ökonomen John Maynard Keynes zurückgehen, der immer gesagt hat, der Staat muss in schwierigen Situationen in die Wirtschaft eingreifen. Die Neoliberalen, die auf die Chicago School of Economics unter Milton Friedman zurückgehen, behaupten dagegen, dass der Staat sich unbedingt aus der Wirtschaft raushalten soll und das ganze Geschehen den Märkten überlassen soll. Die sprechen dabei immer von freier Marktwirtschaft und unterschlagen dabei aber, dass die Marktwirtschaft seit Jahrzehnten von der Finanzwirtschaft dominiert und manipuliert wird. Deswegen sind Anhänger des Neoliberalismus grundsätzlich auch Vertreter der Interessen der großen Finanzwirtschaft. Ist das eigentlich dann, was Neoliberalismus genannt wird, zutiefst illiberal? Ja, also das Wort eigentlich führt, wie so viele Wörter, absolut in die Irre. Also das erinnert schon an George Orwells Doublespeak. Ja, gut. Und wer hat dann das Sagen beim IWF? Ja, um das ganz genau festzustellen, also natürlich kann man sagen, also vordergründig auf jeden Fall haben die USA das Sagen, weil die USA haben mit, ich glaube zurzeit 16% sowohl Sperrminorität als auch Vetorecht. Und das haben sie sich von Anfang an gesichert. Aber um wirklich zu verstehen, wie dominierend die USA darin sind im IWF, muss man die Geschichte des IWF betrachten. Also der IWF ist 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods ins Leben gerufen worden. Und diese Konferenz hat etwas beschlossen, was in der Geschichte der Menschheit einmalig war. Nämlich eine Währung, den US-Dollar, zur Leitwährung weltweit zu machen. Die USA waren nach dem Zweiten Weltkrieg die militärisch und wirtschaftlich dominierende Macht und haben sich damit auch die finanzielle Weltherrschaft gesichert. Und um diese finanzielle Weltherrschaft durchzusetzen, ist der IWF ins Leben gerufen worden. Die Aufgabe des IWF in den ersten Jahren war einzig und allein, die Durchsetzung des Dollars als Leitwährung weltweit zu garantieren. Später sind dann andere Aufgaben hinzugekommen. Können Sie den Mechanismus beschreiben, wie das geschehen ist? Der Dollar ist an das Gold gebunden worden zu einem festen Preis und alle anderen Währungen sind dann an den Dollar gebunden worden. Mhm. Und dazu, ja. Und der Dollar galt als so gut wie Gold. Ganz genau. Und man konnte ihn eintauschen zu, glaube ich, also eine Unze gab es für 35 Dollar auf Zentralbankenebene. Genau, und dieses System hat gehalten bis 1971, als Nixon es dann beendet hat. Aber damit ist nicht die Weltherrschaft des Dollars beendet worden, weil der Dollar ist heute noch die wichtigste Währung weltweit. 60% des weltweiten Handels werden in Dollar abgehandelt. Und betrachten Sie die EZB zum Beispiel, die Europäische Zentralbank, die hält 80% ihrer Devisenreserven in Dollar. Das bedeutet, dass die Amerikaner auch eine große Macht über die EZB haben. Weil die Amerikaner sind das einzige Land auf der Erde, was Dollar kreieren kann über die Federal Reserve. Alle anderen Länder können nur den Dollar so akzeptieren, wie die Amerikaner ihnen den vorgeben. Mhm. Jetzt haben Sie das schon mal angedeutet, aber können Sie das noch mal näher ausführen? Und zwar haben die USA spezielle Rechte im IWF, ja, die sonst keiner hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die haben Rechte, das erstmal die Sperrminorität, dann das Vetorecht. Und dann haben sie das große Druckmittel, den Dollar im Hintergrund. Also das ist ja so, dass die USA aufgrund der Vorherrschaft des Dollars weltweit jedes Land zu jedem Zeitpunkt einfach in die Knie zwingen können, vor allen Dingen kleinere Länder. Mhm. Und dann wären wir schon eigentlich bei einer ganz wichtigen Frage, nämlich können Sie mal auseinanderklamüsern, was offizielle Aufgabe des IWF ist und was Sie als die tatsächliche Aufgabe sehen? Die offizielle Aufgabe des IWF, die steht ja auch in seinen Statuten. Da steht drin, dass der IWF dazu da ist, einen reibungslosen Ablauf des Welthandels zu garantieren, die reibungslose Durchführung von finanziellen Transaktionen weltweit durchzuführen und also praktisch so für Harmonie in der Weltwirtschaft zu sorgen. In Wirklichkeit hat der IWF, das haben meine Recherchen ergeben, zwei Aufgaben.
Die erste Aufgabe entspricht der eines Pfandleihers. Der IWF geht dann, wenn Länder in größter Not sind, geht er hin und leiht denen zu absolut schwierigen Konditionen Geld und bringt sie so in eine Abhängigkeit von sich selber. Und wenn diese Länder dann dieses Geld nachher nicht aufbringen können, dann tritt die zweite Funktion des IWF in Kraft. Dann wirkt er nämlich wie sein eigenes Inkassobüro. Dann sorgt er dafür, dass die Großbanken, die Hedgefonds, die riesigen Finanzinstitutionen weltweit ihr Geld zurückbekommen, auf Biegen und Brechen. Ja. Wir konnten das jetzt in der Ukraine sehen. Ja. Ja, na bitte. Wir konnten das zum Beispiel in der Ukraine jetzt sehen und besonders deutlich war es in Griechenland zu sehen. Also Griechenland hat ja sehr viele IWF-Gelder bekommen. Und diese Gelder sind vom IWF an die griechische Regierung gezahlt worden. Die griechische Regierung hat die Gelder 1:1 an Großbanken in aller Welt, vor allem amerikanische Großbanken, weitergegeben. Und der griechische Bürger hat keinen einzigen Cent von diesen Krediten gesehen. Der griechische Bürger muss aber jetzt für die Rückzahlung dieser Kredite sorgen über die Austeritätsprogramme, weil bei den Bürgern wird dann eingespart, damit der Staat wiederum Geld hat, um weitere Zinszahlungen zu leisten. Ist der IWF also ein Herrschaftsinstrument des internationalen Finanzkapitals? 100%. Aber warum kommt er dann so gut weg in den Nachrichten? Warum wird da selten mal kritisch drauf geschaut? Das liegt ganz eindeutig daran, dass heute die Finanzwirtschaft, also die Weltherrschaft, übernommen hat. Die gesamten großen Medien, die Medienlandschaft wird ja von den großen Medienkonzernen beherrscht heutzutage und die sind in der Hand von Finanzinvestoren und die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass ihr Wirken im Verborgenen bleibt und dass niemand darüber Bescheid weiß und die haben großes Interesse daran, die Leute in die Irre zu leiten, damit sie sich nicht dagegen wehren. Das größte Rad, an dem man drehen kann, um Geld zu verdienen, ist ja ein Krieg. Da wollte ich Sie fragen, ist das bisweilen so, dass der IWF auf ökonomischem Terrain spätere militärische Kriegshandlungen vorbereitet? Absolut, absolut. Das konnte man in Jugoslawien beobachten, wo der IWF mitgeholfen hat, also die schwersten militärischen Angriffe seit dem Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden durchzuführen. Und das kann man jetzt auch im Moment sehr gut sehen an dem Beispiel der Ukraine. Im April hat der IWF der Ukraine einen Kredit über 17 Milliarden bewilligt. Und diesen Kredit hat er geknüpft an die Bedingung, dass die Ukraine die militärische Kontrolle über den Osten des Landes behält. Das heißt, der IWF fordert praktisch den militärischen Einsatz des ukrainischen Militärs im Osten des Landes. Also ich weiß nicht, wie man noch besser einen Bürgerkrieg befördern kann. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein wenig chronologisch vor. Also Sie hatten gesagt, der Beginn des IWF war am Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Konferenz von Bretton Woods. Hatten da die, wie viele Nationen haben daran teilgenommen an der Konferenz? Es waren circa 40 Nationen, die zu den Gründungsmitgliedern des IWF gehören. Heute waren das Gleichberechtigte? Auf gar keinen Fall. Also mit Gleichberechtigung hatte der IWF nie etwas zu tun. Die Länder, Gewicht der Länder ging einzig und allein nach der Höhe ihrer Einzahlungen in den IWF, womit die USA sich natürlich sofort die Mehrheit gesichert haben, weil die USA die höchste Einlage gehabt haben. Danach kam dann Großbritannien und danach kamen dann kleinere Länder. Also afrikanische Staaten zum Beispiel, die in den späteren Jahren dazu kamen, die nur recht kleine Einlagen gemacht haben, hatten so gut wie gar kein Mitspracherecht. Ich glaube, in den 60er-Jahren, Mitte der 60er Jahre gab es 45 afrikanische Staaten, die insgesamt ungefähr 3% Mitspracherecht hatten. Das ist eine Organisation, in der das Geld den Ton angibt. Kam dem IWF vom Zweiten Weltkrieg bis in die 60er, 70er Jahre eine wichtige internationale Rolle zu oder war die noch untergeordnet? Nein, die im war Vergleich zu heute. Nein, die war damals schon sehr wichtig, die war nur ein bisschen anders als heute. Also in den 60er Jahren sind ja relativ viele afrikanische Staaten in die Unabhängigkeit entlassen worden, die natürlich am Anfang große Schwierigkeiten hatten, weil diese Befreiungsbewegungen meistens linksgerichtet gewesen sind. Und diese Staaten dann in die Weltwirtschaft sich integrieren mussten, aber von den großen Banken großteils gemieden wurden. Da ist der IWF dann eingesprungen und hat diesen Staaten Kredite vermittelt oder selber Kredite gegeben und sehr schnell gemerkt, dass er auf diese Art und Weise politischen Einfluss nehmen kann. Damals hat er angefangen, seine Kredite an bestimmte politische Bedingungen zu binden. Das ist unter dem Begriff der Konditionalität heute bekannt. Diese Bedingungen sind dann im Laufe der Jahre immer weiter verschärft worden.
Also wenn Sie heute zu einer Bank gehen und sich einen Kredit holen, dann werden die Ihnen sagen, so und so viel Zinsen und so viel Zeit zum Abzahlen. Aber wenn der IWF einen Kredit vergibt, dann sagt er nicht nur so und so viel Zinsen, so und so viel Zeit, sondern hier ist ein ganzer Katalog von Maßnahmen, die du durchführen musst, sonst wirst du das Geld von uns nicht bekommen. Also diese Maßnahmen gehen auf die 60er Jahre zurück und dann in den 70er Jahren ist die Rolle des IWF ganz besonders wichtig geworden durch die beiden Großereignisse in Südamerika, also einmal den Putsch in Chile 1973 und die Übernahme der Diktatur durch die faschistischen Truppen von Videla in Argentinien. Der IWF hat beide Regimes destabilisieren helfen und anschließend beiden Regimes große Kredite zu sehr günstigen Konditionen gegeben. Und damit also praktisch seinen demokratischen Schleier auch völlig abgeworfen. Ja, das ist jetzt ein wenig eine, naja, ist keine IWF-Frage, aber sagen Sie mal, wie sehen Sie das denn, den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus? Können die gut miteinander? Ja, sehr gut, sehr gut. Also wenn der Kapitalismus in die Krise gerät, dann treten die Faschisten auf. Ich meine, gucken Sie sich heute hier in Deutschland im Moment um. Also das, was gerade passiert mit dieser Pegida, ist nichts anderes, als dass zum ersten Mal wieder faschistische Kräfte auf die Straße gehen. Ja, ist das so das verunsicherte Kleinbürgertum? Ganz gewiss, ganz gewiss. Es war das verunsicherte Kleinbürgertum, das Adolf Hitler an die Macht gebracht hat. Und es ist das verunsicherte Kleinbürgertum, weil es dem unteren Mittelstand heute auch an den Kragen geht, das dafür sorgt, dass dieses rechtsradikale Gedankengut wieder auf fruchtbaren Boden trifft. Ja, aber da muss man ja auch fragen, mit dieser Austeritätspolitik, also das Endprodukt, das kann man sich ja eigentlich denken, was dann irgendwann mal unter dem Strich stehen wird. Nichtsdestotrotz wird das ja getan. Also wird das zumindest billigend in Kauf genommen? Das wird immer billigend in Kauf genommen, weil also große Gedanken macht sich die Finanzindustrie nicht darüber, was sie politisch für einen Schaden anrichtet. Ja. Sehen Sie sich das an, was die in Griechenland angerichtet haben. Die haben ein europäisches Land mit einem relativ guten Lebensstandard, haben die auf den Stand eines dritte Weltstaates zurückbefördert. In Griechenland gibt es heute Leute, die hungern. Es gibt Leute, es gibt 60 oder 65% Jugendarbeitslosigkeit. Ich meine, das sind alles entsetzliche Zustände. Und die sind vom IWF und von der Finanzindustrie voll und ganz in Kauf genommen worden. Weil die interessiert nur eins. Die interessiert nur die Rückzahlung der Kredite an die Großbanken und die eigenen Gewinne für die Zukunft. Und denen ist völlig egal, was mit den Menschen wird. Die haben es in Südamerika gezeigt, die haben es in Asien gezeigt. Da sind Menschen auch verhungert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In Malawi zum Beispiel ist vor Jahren, dass die Regierung in großen Schwierigkeiten gewesen. Da ist der IWF eingeschritten und hat gesagt, wir brauchen aber Geld. Dann hat die Regierung in Malawi, weil sie keine Reserven mehr hatte, hat die Getreidevorräte verkauft und den IWF damit finanziell befriedigt. Dann gab es eine Dürre und viele Leute sind verhungert. Da hat der IWF auch nie drüber berichtet. Ja. Wir kommen gleich zu solchen Dingen zurück, aber ich möchte noch eine Frage stellen. Und zwar, wir hatten uns jetzt ein bisschen die frühe Periode des IWF angeschaut. Und in jenen Jahren sind der Pariser bzw. der Londoner Club entstanden. Können Sie erzählen, was das ist? Ja, der Pariser Club ist entstanden, glaube ich, im Jahre 1956, als Argentinien in finanziellen Schwierigkeiten war. Da haben sich die Vertreter des IWF und der Großbanken weltweit mit dem argentinischen Finanzminister im Pariser Finanzministerium, glaube ich, war es, getroffen. Und dieses Treffen war nur das erste einer ganz weiteren Reihe von Treffen, wo Staaten, die in Finanznot geraten sind, sich mit Abordnungen des IWF getroffen haben. Und da wird jenseits der Öffentlichkeit ohne große Protokolle, also es gibt ein paar Protokolle, die nachher die Bereitschaft dieser Regierung zur Rückzahlung ihrer Schulden bekunden. Aber ansonsten weiß man überhaupt nichts über diesen Pariser Club. Man weiß nur, dass er sich immer noch regelmäßig trifft und dass im Rahmen seiner Abmachungen bisher über eine halbe Billion Dollar, Beschlüsse über eine Summe von über einer halben Billion Dollar getroffen wurden. Aber abseits der Öffentlichkeit. Und der Londoner Club ist ein fast immer zeitgleich stattfindendes Treffen der größten Banken der Welt. Also das sind ungefähr 800 Vertreter von Großbanken, die sich gleichzeitig treffen und die dann auch Entscheidungen des Pariser Clubs mit beeinflussen. Aber der wichtigste Faktor im Pariser Club ist immer der IWF, weil der IWF gibt vor, ob ein Land weiter kreditwürdig ist oder nicht.
Also der IBF ist der Gradmesser für alle Banken der Welt, ob ein Land kreditwürdig ist oder nicht. Ja. Eine Begrifflichkeit, die immer wieder im Zusammenhang mit dem IWF gebraucht wird, ist das Wort Strukturanpassungsprogramme. Was bedeuten diese? Ja, die sind Ende der 70er Jahre eingeführt, weil Ende der 70er Jahre hat sich die Weltwirtschaft ganz dramatisch und ganz grundlegend geändert. Also das begann Anfang der 70er Jahre mit der Ausweitung des Finanzsystems. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war es die Realwirtschaft, die eigentlich so die weltweite Ökonomie dominiert hat. Es gab ja eine 25-jährige Zeit der wirtschaftlichen Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da war immer die Realwirtschaft das Entscheidende. Also es wurde produziert, es wurden neue Märkte erschlossen und das Wichtigste war, dass die großen Unternehmen viel verkaufen konnten. Und die Banken, die Aufgabe der Banken war es immer, denen Kredite zu geben, damit sie neue Produktionseinheiten schaffen konnten. In den 70er Jahren fing es an, sich zu ändern. Da wurden die ersten Finanzprodukte auf den Markt geworfen und da haben die großen Investoren gemerkt, dass es eigentlich in der Finanzwirtschaft mehr Geld zu verdienen gibt als in der Realwirtschaft. Und da hat ein Prozess eingesetzt, der bis heute anhält, nämlich die Deregulierung der Finanzwirtschaft. Also dann sind den Banken immer mehr Zugeständnisse gemacht worden. Die Regeln für Finanztransaktionen sind immer weiter zurückgeschraubt worden, sodass sie heute zum Beispiel haben sie ein Finanzvolumen innerhalb der Finanzwirtschaft, das wesentlich größer ist als das innerhalb der Realwirtschaft. Und um sich an diesen Prozess anzupassen, hat der IWF damals die Strukturanpassungsprogramme geschaffen. Die haben im Grunde also drei große Säulen, auf die sie aufbauen. Das eine ist die Liberalisierung, das andere die Deregulierung und das dritte ist die Privatisierung. Ich fange mal mit der Deregulierung an. Die Deregulierung bedeutet, dass wenn der IWF einem Staat Geld gegeben hatte, musste dieser Staat dafür sorgen, dass sein Finanzsystem dereguliert wurde. Das heißt, er musste ausländischen Investoren mehr Möglichkeiten geben, in das eigene Land einzudringen. Also kleine Länder, die hatten vorher so bestimmte Schutzmechanismen, damit die eigenen Unternehmer und die eigenen Investoren auch eine Chance haben. Die haben meinetwegen ihre Börsen zu 50% nur für Ausländer freigegeben. Der IWF hat dann darauf bestanden, dass dieser Anteil erhöht wurde. Und im Fall Koreas zum Beispiel in den 90er Jahren hat er innerhalb von 3 Wochen darauf bestanden, dass der Anteil der Ausländer von 25 auf 50 und anschließend sofort auf 100 erhöht wurde. Also das ist die Deregulierung, die Möglichkeit für ausländische Investoren in jedes Land einzudringen. Das nächste ist die Liberalisierung. Die Liberalisierung bedeutet, dass bestimmte Schranken für Ausländer abgebaut werden, die nicht das Finanzsystem betreffen. Dass zum Beispiel Handelsrestriktionen abgebaut werden. Diese Handelsrestriktionen waren für kleine Länder aber immer sehr sinnvoll. Wenn ein afrikanisches Land zum Beispiel seine eigenen Hühnerproduzenten vor der Großindustrie retten wollte, hat es Zölle erhoben für die großen Nahrungsmittelkonzerne. Und das abzuschaffen, fand statt unter dem Begriff der Liberalisierung. Das heißt zum Beispiel, durch die Liberalisierung sind viele afrikanische Staaten, die früher Selbstversorger waren, was die Nahrungsmittel anbetrifft, sind inzwischen zu Importeuren von Nahrungsmitteln geworden. Und das dritte ist die Privatisierung. Das bedeutet, dass wenn ein Land wirklich also ziemlich am Ende ist finanziell, dass es dann die staatlichen Besitztümer privaten Investoren überlässt. Hat besonders schlimme Auswirkungen, wenn es zum Beispiel um die Elektrizitätswirtschaft oder die Wasserwirtschaft geht. Also in vielen afrikanischen und südamerikanischen Ländern ist die Wasserwirtschaft im Rahmen der Privatisierung an westliche Investoren gegangen, sodass die Leute, die früher freiwillig oder einfach an den Brunnen im Dorf gehen konnten, heute das in Plastikflaschen abgepackte Wasser kaufen müssen, mit verheerenden Folgen. Ja, bei dem Wort Privatisierung, da ist ja auch zu beachten, also das Wort privat kommt vom lateinischen privare und das bedeutet unter anderem berauben oder sich aneignen. Und da sind wir ja dann eigentlich da wieder bei dem Untertitel Ihres Buchs Chronik eines Raubzugs. Also Privatisierung ist ein vornehmes Wort für Raub? Ganz genau, ganz genau. Also es wird ausländischen Investoren erlaubt, in Strukturen einzudringen, in die sie vorher nicht hätten eindringen können. Und es wird denen erlaubt, die Leute zur Kasse zu bitten, die früher diese Dinge da umsonst bekommen haben. Ja? Ja, nein, das... Okay. Sie sprachen schon davon, dass der IWF in den 1970er Jahren in Südamerika, ja, sagen wir mal, zwei Experimente laufen hatte. Welches Unwesen trieb denn der IWF in den 80er Jahren in Lateinamerika dann? Ja, da kam es zu der großen lateinamerikanischen Krise, die durch die mexikanische Krise ausgelöst wurde.
Und da hat er dann das volle Register aller neoliberalen Maßnahmen gezogen. Also er hat dafür gesorgt, dass in vielen Ländern, in denen vorher kein Hunger geherrscht hat, Hunger geherrscht hat, indem er ganz scharfe Restriktionen und ganz scharfe Austeritätsprogramme da eingesetzt hat. Also er hat seine, das, der, die, der, der Auslöser für diese Krise wiederum, das ist ganz interessant und das zeigt auch mal wieder die Wichtigkeit des US-Dollars, war die Tatsache, dass der amerikanische Finanzminister damals den Leitzins verdreifacht hat. Das hat alle Länder in Südamerika in ganz große Schwierigkeiten gebracht, so wie später die Erhöhung des Ölpreises, die das Ende der Sowjetunion bedeutet hat. Die Amerikaner können tatsächlich mit ihrer Währungspolitik Länder an den Rand des Abgrunds bringen. Und das haben sie damals mit Lateinamerika gemacht. Und die Folgen für das Volk und vor allen Dingen für die armen Bereiche der Bevölkerung waren verheerend. Ja, ein Mechanismus, der da zum Tragen kam, waren die sogenannten Brady Bonds. Können Sie das einmal beschreiben, was da Ja, das ist gemacht wurde? im Einzelnen ist das würde es ein bisschen weiter weit führen, das jetzt genau zu erklären. Aber im Großen und Ganzen spiegeln die Brady Bonds eine Tendenz innerhalb des IWF wider, die diese Länder also wirklich auf eine ganz harte Art und Weise in die Knie gezwungen hat. Und zwar, wenn ein Land in Südamerika vorher Schulden gehabt hat, dann hatte es diese Schulden bei vielen verschiedenen Banken. Das heißt, die Gläubiger dieses Landes waren verschiedene einzelne Banken. Jede einzelne Bank hat zwar eine gewisse Macht, aber nicht so viel Macht wie ein Staat. Über die Brady Bonds sind diese ganzen Schulden gesammelt und gebündelt worden und in diese Brady Bonds zusammengeschlossen worden. Und das bedeutete, dass dieser Staat praktisch bei den USA verschuldet war und die USA mit ihrer Wirtschafts- und Militärmacht diesem Staat dann gegenüberstanden und nicht mehr einzelne private Banken. Das heißt, dass das Kräfteverhältnis noch mehr zugunsten der Großen und gegen die Kleinen verändert wurde. Herr Wolf, in den 90er Jahren war der IWF in Jugoslawien, in Russland und in Ostasien tätig. Mit welchen Folgen? Mit absolut verheerenden Folgen. Also die 90er Jahre sind ja eingeleitet worden durch das Ende der Sowjetunion. Und damals ist der IWF sehr schnell aktiv geworden in der Sowjetunion und auch im gesamten Ostblock und hat den Leuten versprochen, dass nach einer kurzen Phase der Erschwernis ihrer Lebensbedingungen wahrhaft paradiesische Zustände eintreten würden. Nichts davon ist passiert. Der IWF hat den großen Finanzinstitutionen erlaubt, die Sowjetunion und die Staaten des Ostblocks bis aufs Blut auszuplündern und das Ergebnis war eine soziale Katastrophe von gigantischem Ausmaß. In Jugoslawien hat der IWF dafür gesorgt, dass es zum ersten Mal in Europa wieder zu kriegerischen Handlungen gekommen ist, indem er damals den Zerfall des Staates Jugoslawien befördert hat. Er hat bestimmte Kredite, die er damals der Regierung, den Regierungen einzelner Staaten da angeboten hat, zu guten Bedingungen, also den Nachfolgestaaten des Staates Jugoslawien hat er zu guten Bedingungen denen angeboten, während er zum Beispiel Serbien durch Nichtvergabe von Krediten in Schwierigkeiten gebracht hat. Also er hat den Bürgerkrieg im Lande auch direkt durch seine finanziellen Maßnahmen befördert. Und das hat natürlich zu einer unendlichen Katastrophe da unten geführt. Also Jugoslawien war ja vorher ein wirklich ein blühendes Land, muss man sagen. Es war ja immer so ein Staat zwischen den beiden großen Blöcken. Gehörte nicht zum Ostblock und es gehörte nicht zum Westen. Aber den Leuten ging es, bevor der IWF da angefangen hat zu wirken, relativ gut. Ja, also Sie sagen, Serbien wurde vom IWF in die Ecke gestellt. Ganz genau, ganz genau. Ja, und bei Ostasien, was war da? Das war ja eigentlich Ja. ja. Das war eine Region, die eigentlich eine gewisse Blüte erlebt hat in den Jahren zuvor. Ein Land wie Korea, das war bis in die 50er Jahre, war das eigentlich eine Agrarstadt, war zu einem relativ modernen Industriestaat geworden, war allerdings schon in gewissem Maße zu einem Konkurrenten der USA geworden. Und deswegen haben die USA die Schwierigkeiten im Rahmen der asiatischen Finanzkrise damals ausgenutzt, um Korea wirklich in die Knie zu zwingen. Die haben also nicht nur über den IWF Kredite vergeben, sondern die haben diese Kredite auch an Bedingungen geknüpft, die dafür gesorgt haben, dass die großen koreanischen Unternehmen zum Großteil zerschlagen wurden und dass ausländischen Investoren die Möglichkeit gegeben worden, bei Unternehmen, die in Schwierigkeiten waren, finanziell einzugreifen und sich finanziell zu engagieren, sodass also ein Großteil der Industrie, die vorher in Konkurrenz zu den USA stand, dann plötzlich amerikanischen und internationalen Investoren gehörte.
Nochmal eine Frage zu Russland. Ist böses Blut zurückgeblieben gegenüber dem IWF? Auf jeden Fall, ganz, ganz sicher. Also in Russland, wenn Sie die soziale Situation sich in Russland angucken, dieses Land hat sich ja bis heute nicht wirklich richtig erholt von den Maßnahmen des IWF. Also Ja, Sie das. sprechen ja auch von einer Wiedereinführung des Kapitalismus. Ja, ich meine, Russland hat ja mit der Revolution von 1917 die Planwirtschaft eingeführt. Und diese Planwirtschaft hat ja gehalten bis zum Jahre 1990 in etwa. Die ist zwar durch die Funktionärselite da reichlich pervertiert worden, aber im Grunde hat es ja eine Planwirtschaft gegeben. Und im Grunde muss man ja sagen, wenn man die Lebensverhältnisse vor allen Dingen des ärmsten Drittels der Bevölkerung vergleicht zu Zeiten der Planwirtschaft und heute, dann haben die Leute, das ärmste Drittel der Bevölkerung hat in der ehemaligen Sowjetunion besser gelebt als das ärmste Drittel heute in Russland. Ja, wir haben es ja in Russland mit einer Oligarchie zu tun. Die Oligarchen, dass die da sind, da trägt der IWF seine Verantwortung. Ja, natürlich, natürlich. Der hat ja mit denen von Anfang an zusammengearbeitet. Also der IWF hat dafür gesorgt, dass die ganzen planwirtschaftlichen Strukturen zerschlagen wurden. Und da hat er wunderbare Gehilfen gefunden. Und zwar waren das die korrupten Funktionäre aus der Sowjetunion, die alle mit dem Sozialismus sowieso nie was am Hut gehabt haben, sich nur mal als Sozialisten deklariert haben, um ihr Parteibuch zu bekommen. Und die dann mit den Maßnahmen des IWF und mit den ausländischen Banken zusammen also das Land geplündert haben in einer Art und Weise, wie es die Geschichte bisher vorher nie gesehen hatte. Also da sind Vermögen entstanden in ganz kurzer Zeit, die früher also über Jahrzehnte oder Jahrhunderte entstanden sind. Ja, also der Westen hat sich das eigentlich selber zuzuschreiben. Die kritisieren ja ständig Russland, aber im Grunde genommen können sie sich selber an die eigene Nase packen. Das ist so ähnlich wie mit dem islamistischen Terrorismus, der kritisiert wird, aber nichts anderes als ein Produkt der westlichen Politik ist. Ja, hat das auch gewisse Show-Elemente? Ja, ganz gewiss, ganz gewiss. Es dient auch dazu, von der eigenen Schuld abzulenken. Also wenn man heute sagt, dass sie sich über die Oligarchen in Russland aufregt und die zu Buhmännern macht, dann lenkt man in den USA, so in den Regierungskreisen nur davon ab, dass man selber diesen Leuten geholfen hat, in diese Positionen zu gelangen. Schwenken wir damit dann nun ein in unsere Gegenwart. Da müssen wir ja über die Euro-Krise sprechen. Ja. Zunächst einmal, wie verstehen Sie die Euro-Krise? Was sind die Ursachen? Also die Ursache der Eurokrise war der Zusammenbruch des Subprime-Hypothekenmarktes in den USA. Mhm. Und das ist auch wieder ein Zeichen dafür, welche unglaubliche Macht die Finanzwirtschaft heute über die gesamte weltweite Ökonomie hat. Weil mit dem Zusammenbruch des Subprime-Hypothekenmarktes in den USA ist das gesamte Weltfinanzsystem ins Wanken gekommen, weil die ganzen großen Banken mit in diesem Geschäft mit drin gesteckt haben. Und es mussten Banken gerettet werden, wie meinetwegen die UBS in der Schweiz, von der jeder geglaubt hat, es wäre eine seriöse Institution. Die musste plötzlich vom Schweizer Staat 50 Millionen Franken in 50 Milliarden Franken in einer Übernachtaktion bekommen, um nicht pleite zu gehen. Aber das war nur der Auslöser der Eurokrise. Also die Eurokrise, die. Es war ja eigentlich eine Bankenkrise, die dann zu einer Schuldenkrise gemacht worden ist. Die direkt in diese Schuldenkrise geführt hat. Und zwar ist es so, die erste Phase dieser Krise war die, dass die Banken in schwieriges Fahrwasser gekommen sind, dass einige Banken zu kollabieren drohten. Und da sind die Regierungen eingeschritten und haben diese Banken dann gerettet mit dem Geld der Steuerzahler. Was ja eigentlich ein Unding ist, weil diese Banken sind private Institutionen, die sind in Schwierigkeiten geraten wegen ihrer Finanzmanipulation und wegen ihrer Spekulation, ihrer riskanten Spekulationsgeschäfte. Aber die sind dann unter dem Vorwand too big to fail, also wir müssen diese Leute retten, um das Finanzsystem irgendwie in Gang zu halten, sind die mit Steuergeldern, also mit dem Geld von arbeitenden Menschen gerettet worden. Ja. So, dann die nächste Phase war die, dass vor allem unter der Mitwirkung der Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission, dass dann versucht wurde, die Gelder, die Löcher, die in den Staatshaushalten entstanden waren, durch die Rettung der Banken, diese Gelder wieder reinzuholen. Und das ist gemacht worden mittels der Austeritätsprogramme. Weil vorher war den Steuerzahlern das Geld weggenommen worden und an die Banken weitergegeben worden. Und jetzt wurden die Steuerzahler auch noch gezwungen, diese Lücken im Staatshaushalt wieder zu füllen. In dem Renten gesenkt wurden,
in dem Löhne gesenkt wurden, in dem Steuern erhöht wurden, in dem Medizinsysteme abgebaut wurden, in dem Sozialsysteme vernichtet wurden. Es wurden alle möglichen Maßnahmen getroffen, damit die staatlichen Ausgaben reduziert und die staatlichen Einnahmen erhöht wurden. Das war die zweite Phase der Euro-Krise. Und jetzt im Moment sehen wir den Beginn der dritten Phase, weil im Moment ist es so, dass man erkennen kann, dass diese Austeritätsprogramme nicht ausreichen, um die angerichtete Katastrophe irgendwie einzudämmen. Man sieht jetzt an Griechenland, dass die Schulden immer größer werden und dass die ganzen Austeritätsprogramme der Vergangenheit nicht ausgereicht haben. Das heißt, denn die nächsten Schritte, die auch mit dem IWF wieder abgesprochen werden und die Troika durchzusetzen versucht, werden sein. Erstens eine weitere Verschärfung der schon sehr scharfen Austeritätsprogramme, aber zweitens die Erschließung neuer Geldquellen und die Begehung neuer Wege, um an Gelder für die Banken zu bekommen. Und da gibt es zwei Sachen, die jetzt schon klar sind. Das eine ist, dass das Bailout von Banken ersetzt wird durch ein Bail-in. Also beim letzten Mal wurden die Banken dadurch gerettet, dass das Geld der Steuerzahler genommen wurde und denen zur Verfügung gestellt wurde. Das wird nicht mehr gemacht, weil eben nicht mehr genug Gelder in den Staatshaushalten vorhanden sind. Die nächsten Banken, die kaputt gehen, die werden gerettet werden. Und das ist in allen Rechtssystemen Europas inzwischen verankert. Die werden gerettet werden mit dem Geld der Sparer und der Kleinanleger. Das ist in Zypern schon praktiziert worden. Und ja. Das Zweite ist, wenn das auch nicht ausreicht, und das wird nicht ausreichen, dann wird noch eine neue, ganz scharfe Maßnahme kommen, die der IWF im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres bereits vorgeschlagen hat, in einem Papier, das Taxing Times heißt. Dann wird eine Steuer auf alle privaten Haushalte erhoben, eine einmalige Steuerabgabe. Der IWF hat vorgeschlagen, allen Haushalten in Europa eine einmalige Abgabe von 10% ihres Vermögens wegzunehmen. Jetzt ist es so, ich habe hier gerade einen Artikel mal aufgerufen, weil These ist, dass ja eigentlich der Euro prädestiniert war, in eine Krise zu schlittern. Und da gibt es Auslassungen von Jacques Delors von Frankreich, ja. Der sagte, dass der Euro im Grunde genommen verdammt war vom Start an. The Euro project was flawed from the start and the current generation of European leaders has failed to address its fundamental problems. Jacques Delors, the architect of the single currency, declares today. Das erschien am 2. Dezember 2011. Also es war eigentlich klar, dass der Euro irgendwann mal in eine Krise kommt, oder? Das war auf jeden Fall abzusehen von Anfang an, aber der Euro ist ja auch nicht deswegen eingeführt worden, um irgendwie harmonische Zustände in Europa zu erzeugen, sondern der Euro ist aus zwei Gründen zustande gekommen. Also einmal auf deutsches Betreiben, deswegen, weil er Deutschland extrem genützt hat. Weil die D-Mark hatte große Schwierigkeiten vor der Einführung des Euro, weil Deutschland eben wirtschaftlich so besonders stark war und immer befürchten musste, dass die D-Mark aufgewertet wird. Und dadurch, dass Deutschland im Euro dann praktisch abgetaucht ist, konnte die eigene Währung nicht mehr einfach auf- oder abgewertet werden, ohne dass alle anderen mitziehen mussten. Also Deutschland hat dadurch große Vorteile gehabt. Und das Zweite ist, dass die EU als Ganzes sich damit also bestimmte Vorteile erarbeitet hat auf dem Weltmarkt in Konkurrenz zu den USA. Was natürlich das große Problem ist innerhalb des Euros, ist, dass der Euro auf sehr viele Nationalstaaten verteilt ist und diese Nationalstaaten Regierungen haben, in denen Politiker an der Macht sind, die nur von ihrem eigenen Volk gewählt werden. Also wenn ein französischer Politiker wiedergewählt werden will, dann muss er ja das sagen, was den französischen Wählern gefällt. Und denen gefällt bestimmt nicht das, was zum Beispiel Angela Merkel jetzt von den Franzosen fordert, nämlich neue Sparmaßnahmen da einzuführen die französische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen, indem da die Arbeitsbedingungen verschärft werden, die Löhne gesenkt werden und was weiß ich noch für Maßnahmen durchgeführt werden. Glauben Sie denn, dass der Euro noch eine Zukunft hat? Wird er noch mal 15 Jahre erleben? Also über Zeiträume kann man sehr schwer spekulieren. Also viele Leute wundern sich ja, dass das Finanzsystem heute überhaupt noch funktioniert. Ja. Und also über Zeiträume möchte ich nicht spekulieren, aber der Euro wird auf keinen Fall überleben. Aber auch der Dollar wird nicht überleben. Also das Weltfinanzsystem wird in seiner gegenwärtigen Form nicht überleben. Auf keinen Fall. Gut, dann kommen wir nämlich dann zu einer ganz kritischen Frage, die ich hätte. Ja. Und das ist hat mit den sogenannten Sonderziehungsrechten zu tun, den Special Drawing Rights.
Glauben Sie, dass sich da so eine globale Währung vorbereitet, die dann den Dollar ablöst? Zum Beispiel also einen Währungskorb, wo dann ja zum Beispiel auch der Yuan dabei sein kann oder der Rubel und vielleicht auch sogar Gold. Wobei derzeit ist es ja so, dass man, wenn man beim IWF dabei sein will, man darf ganz explizit keine Golddeckung haben bei seiner Währung. Ja, nein, ich glaube nicht, dass die Sonderziehungsrechte eine große Rolle in der Zukunft spielen werden, weil ich glaube auch nicht, dass das zukünftige Währungssystem irgendwie intellektuellen Erwägungen entspringen wird, sondern dass die Machtverhältnisse in der Welt widerspiegeln. Ja. Und die sehen im Moment so aus, dass alles wirklich auf soziale Auseinandersetzungen hinausläuft und auf leider muss man sagen, auch auf kriegerische Auseinandersetzungen. Weil das, was die Wirtschaft in letzter Instanz wirklich retten kann, ist ein Krieg. Ja. Das ist leider die Situation, vor der wir stehen. Die ist wirklich brandgefährlich im Moment. Also glauben Sie, die maßgeblichen Leute werden diesen Notausgang benutzen, kreative Zerstörung? Also das sehen wir doch, dass sie das vorbereiten überall. Mhm. Ich meine, wer mit offenen Augen durch die Welt läuft, der sieht, dass die Amerikaner an allen Ecken und Enden zündeln im Moment. Und dass auch gerade hier in Europa die EU dabei mitmacht. Und dass da also wirklich eine Situation entstanden ist. Wenn Sie jetzt 5 Jahre zurückdenken und wenn Ihnen vor 5 Jahren jemand gesagt hätte, dass die Situation heute so ist, wie sie ist, dann hätten Sie das vermutlich nicht geglaubt. Naja, also... Also Krieg in Europa, ich hätte nicht geglaubt vor 5 Jahren, dass es in Europa Krieg gibt. Ja, das vielleicht nicht, aber grundsätzlich diese Auseinandersetzung und verschiedene Brandherde schaffen an verschiedenen Stellen, doch, das ist eigentlich schon jetzt seit eigentlich 2001 ja zu beobachten, dass das so... Die Verschärfung ist zu beobachten gewesen, ja. Aber das Tempo, in dem verschärft wird, hat ganz gewaltig angezogen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich denke, dann wird das auch Rückschlüsse darauf zulassen, dass die Situation immer desperater wird. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir vor einer Phase, einer geschichtlichen Phase von großer sozialer Unruhe, von riesigen Verwerfungen stehen werden, an deren Ende eine neue Weltordnung stehen wird. Auf jeden Fall. Weil die USA sind historisch erledigt. Die USA haben ihre gesamte Wirtschaft, also die Realwirtschaft, ausgegliedert nach China, nach Südamerika und versuchen die im Moment, also in einem verzweifelten Versuch wieder zurückzuholen. Das bedeutet aber, dass sie die Arbeiter in Amerika jetzt zu Löhnen einstellen müssen, die in China oder in Südamerika gezahlt werden. Also ein Arbeiter in Detroit fängt heute für $12 die Stunde an. Sein Vater hat noch für $28 die Stunde angefangen. Ja, die BRICS-Staaten fühlen sich nicht unbedingt immer fair behandelt vom IWF beziehungsweise fair repräsentiert. Sehen Sie das? Wir haben ja jetzt gerade auch einen Gegen-IWF gegründet. Ja. Also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Tun Sie gut daran. Ja, das ist, wenn der nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie der IWF, dann wird sich nicht viel in der Welt ändern. Also ja. Ich denke, dass es ist auch mehr oder weniger, denke ich, auch eine Verzweiflungsmaßnahme, weil den BRICS-Staaten geht es absolut nicht gut. Also auch wenn einige von denen im Moment so kleine Wachstumsraten aufweisen, die sind in einer Weltwirtschaft mit verzahnt, die vom US-Dollar beherrscht wird im Moment. Noch einmal gefragt, eigentlich haben wir das die ganze Zeit behandelt, aber was treibt den IWF an? Die Interessen der großen Finanzwirtschaft. Nichts anderes. Ja. Also die Hedgefonds, die Großbanken, die Wall Street vor allem. Ja. Alles, was in der Wall Street sitzt, man sieht es ja auch an der Verquickung, dieser personellen Verquickung zwischen der US-Regierung und der Wall Street. Und das sind immerhin die Leute, die auch entscheiden, wer im IWF sitzt und wie die Politik des IWF aussieht. Der IWF ist ja nicht umsonst in der Pennsylvania Avenue zu Hause, also praktisch einen Steinwurf vom Weißen Haus entfernt. Ja. Also ist das, der IWF fungiert öfters mal als Türöffner in Länder rein? Auf jeden Fall. Und zwar dann immer, wenn ein Land in Schwierigkeiten ist. Also das ist ja ganz klar, das ist so ähnlich wie ein Pfandleiher funktioniert. Ja. Und wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann kann ich mir die Bedingungen aussuchen, zu denen ich dem Geld leihe. Dann kann ich also enorm hohe Zinsen verlangen. Dann kann ich das aber auch an andere Bedingungen knüpfen. Gut, Herr Wolf, jetzt ist es so, wir denken ja immer, dass wir hier im Norden, die Europäer und die Amerikaner, wir haben uns ja so viel geändert, wir sind ja so besser geworden moralisch und so weiter, pipapo. Sie sehen das nicht so, oder? Das ist doch ein Märchen. Das ist absolutes Märchen. Also besser. Wir machen Finanzkolonialismus anstatt Kolonialismus, oder? Ja, also nicht wir. Ich würde nicht sagen wir. Ja.
Die Menschen hier sind arbeitende Menschen zum großen Teil, aber es ist eine ganz kleine Gruppe von Finanzinvestoren, von Ultrareichen. Also es sind die Milliardäre auf der Welt, von denen es ja inzwischen 2200 gibt, also Multimilliardäre, die Hedgefonds mit ihrem Geld befeuern und die dafür sorgen, dass diese Politik betrieben wird und die überhaupt keine moralischen und menschlichen Hemmungen kennen. Ja, aber Sie sehen das ja dann so, dass ja eigentlich dann ein gigantischer Wohlstandstransfer von unten nach oben stattfindet. Was aber bei uns zum Beispiel in den Medien von den Neoliberalen immer wieder erzählt wird, ist ja der, ja, also zum Beispiel der soziale Missbrauch und der Transfer von oben nach unten. Das ist Mumpitz? Völliger Unsinn ist das. Also ich lebe in Berlin, hier in Berlin lebt jeder Dritte von Hartz IV. Ja. Also ich meine, Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa. Deutschland hat Hartz IV eingeführt. Also ich meine, der Lebensstandard der einfachen Menschen und gerade des unteren Drittels der Bevölkerung, der ist in den letzten 20 Jahren ganz dramatisch gesunken. Der hat sich nicht verbessert. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die in Deutschland sehr profitiert hat. Und das ist auch die Gruppe von Leuten, die die Medien beherrscht. Und die werden natürlich den Teufel tun und die Wahrheit sagen. Kommen wir noch mal kurz, ja? Das ist übrigens ein Phänomen, was ganz interessant ist im Moment, dass das, was in den Medien gezeigt wird, das, was ihnen in den Medien vorgegaukelt wird, von Jahr zu Jahr weniger zu tun hat mit dem, was wirklich draußen ist. Wird doch immer flacher, oder? Ja, natürlich. Also, was haben die alten Römer gemacht? Brot und Spiele eingeführt. Mhm. Also, das ist im Moment doch auch so. Sehen Sie bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, da haben die Franzosen diese Fußball-Weltmeisterschaft benutzt, um Arbeitsmarktreformen durchzusetzen. Hier in Ja. Deutschland haben sie das auch benutzt. Die Fußball-Weltmeisterschaft wurde benutzt, um die Aufweichung des Mindestlohnes herbeizuführen. Ja. Ja, das wird ja immer wieder gerne benutzt, diese Zeit. Ja. Schade eigentlich, dass nicht Weltmeisterschaft alles halbe Jahr ist. Man könnte so viel bewegen. Kommen wir noch mal kurz zur Euro-Krise zurück. Da ist ja der IWF Teil der sogenannten Troika aus EU, EZB und eben dem IWF. Es ist nicht wirklich richtig formuliert, aber was haben die EU und die EZB geritten, den IWF an den Schuldentisch Europas einzuladen? Also die haben ihn bestimmt nicht freiwillig eingeladen. Also Hm. erstmal muss man sagen, also es ist ja immer so, dass auch die Europäische Union immer noch von den USA abhängig ist. Also auch von der Leitwährung Dollar können sie sich nicht entfernen. Und auch von der militärischen und der ökonomischen und finanziellen Macht der USA, da kommen sie nicht von los. Und jetzt gucken Sie sich mal genau an, wer ist denn diese Troika? Ich meine, das finde ich immer das Interessante. Die Troika besteht aus einmal dem IWF, von dem wir alle wissen, dass er von den USA dominiert wird. Das nächste ist, die Troika besteht auch aus der EZB. Da denken alle Leute, ja, das ist die Europäische Zentralbank, die vertritt die europäischen Interessen. Ist nicht wahr. Die Europäische Zentralbank hat 80% ihrer Devisenreserven in US-Dollar und ist darauf angewiesen, eine Politik zu betreiben, die von den Amerikanern geduldet wird. Das heißt, zwei von diesen drei Organisationen vertreten schon mal zumindest teilweise die Interessen der USA. Und dann die dritte Organisation ist ja auch eine ganz interessante Sache. Die EU, die ist ja innerhalb der Troika vertreten durch die EU-Kommission mit dem Präsidenten Juncker, von dem wir ja inzwischen wissen, dass er selber als Finanzminister und Premierminister ganz wesentlich daran mitgewirkt hat, dass Luxemburg zu einem Hort für Steuerhinterziehung und Steuervermeidung geworden ist. Diese EU-Kommission sitzt sich zusammen aus 28 Leuten. Diese 28 Leute werden ernannt von ihren jeweiligen Regierungen und ins Amt eingesetzt vom Europäischen Parlament. Das sind ungewählte Leute, das sind ungewählte Bürokraten. Diese Leute in einem Rahmen der Troika zusammen mit den Vertretern des IWF und der EZB entscheiden die Politik in Europa. Das hat Ja. mit Demokratie hat das nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Die EU ist doch von A bis Z eigentlich ein Elitenprojekt und die machen sich doch nur eigentlich zugute, dass in Europa eine tolle Stimmung pro Europa herrscht. Ja, das Aber haben die das ist sich eigentlich gedacht. Demagogie, weil EU und Europa, das sind noch zwei verschiedene Dinge, oder? Absolut, absolut. Also dieser europäische Gedanke, von dem die immer sprechen oder so, das ist ideologische Verklärung auf höchstem Niveau. Jetzt haben Sie die ganze Zeit auch immer im Hintergrund die USA behandelt. Da muss ich noch mal fragen, wie sehen Sie die denn? Was treibt die denn an? Und wer treibt die USA an? Wer beherrscht die?
Worum geht es in den USA? Von der Wall Street beherrscht. Die werden von der Finanzelite beherrscht, so wie die gesamte Welt von der Finanzelite beherrscht wird. Wir leben ja nicht mehr in einer, also es wird ja immer das Bild erzeugt, dass wir alle unter demokratischen Zuständen leben, weil wir unsere Regierung ja noch selber wählen. Dann gucken Sie sich mal so eine Wahl an in den USA. Sie werden heute nur noch Präsident, wenn Sie mindestens $1 Milliarde auf der Kante haben, um den Wahlkampf zu bestreiten. Das heißt, Sie müssen den Leuten, die Ihnen diese Milliarde geben, sehr wohl gefallen. Das heißt, also ich meine, Barack Obama, der ist kein Wohltäter der Menschheit, sondern ein direkter Vertreter der Interessen der Wall Street und des amerikanischen Finanzkapitals. Okay. Und das, was die Amerikaner antreibt, ist die Tatsache, dass die amerikanische Wirtschaft schwer im Abstieg begriffen ist. Und dass die USA völlig zerrissen sind als Land. In den USA leben 50 Millionen der Einwohner von Essensmarken. Die haben soziale Zustände, die erinnern heute an die 30er Jahre, an die große Depression. Die haben riesige Probleme und die kriegen die Wirtschaft einfach nicht mehr in Gang. Und die haben in den letzten Jahren jetzt versucht, über das Drucken von Dollars, hat die Federal Reserve versucht, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Alles, was sie damit gemacht hat, also diese Milliarden und Abermilliarden, die gedruckt wurden, sind sofort von der Finanzwirtschaft sich einverleibt worden und in die Spekulation an den Finanzmärkten reingepumpt worden. Also die großen Konzerne zum Beispiel in den USA, wie General Motors oder Procter & Gamble und wie sie alle heißen, die haben die Gelder von der Federal Reserve genommen, die sie ja nur zu einem minimalen Prozentsatz bekommen, und die sofort in das Finanzsystem wieder reingeschleust. Die haben zum großen Teil zum Beispiel ihre eigenen Aktien in riesigen Mengen wieder aufgekauft, um so den Aktienpreis in die Höhe zu treiben. Damit haben sie nur eins bewirkt, dass die Boni ihrer Chefs, die nämlich an dem Aktienpreis gemessen werden, dass die ins Unermessliche gestiegen sind. Aber die amerikanische Wirtschaft haben sie damit wie ein Parasit ausgesaugt. Jetzt haben Sie erwähnt, dass der Euro ja scheitern wird. Und Sie haben auch gesagt, dass der Dollar scheitern wird. Wird also zum Beispiel Deutschland noch ein Klient des IWF werden und werden die USA selber auch noch ein Klient des IWF werden? Das kann ich nicht voraussagen. Also ich weiß nur, dass also kein großes Industrieland seit 1900, ich weiß nicht, seit den 60er Jahren irgendwie einen Kredit beim IWF beantragt hat. Ich glaube, ja, aber wenn der Euro abschmiert, dann bleibt das ja nicht ohne Folgen und irgendwer muss ja die Zeche zahlen und Deutschland wird da einiges abschreiben dürfen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Banken wegbrechen. Deutschland wird ganz hart betroffen sein. Es werden Banken, aber es werden nicht nur in Deutschland Banken wegbrechen, es werden überall Banken wegbrechen. Mhm. Es wird versucht werden, wie ich gesagt habe, das über Bail-ins auszugleichen, aber das wird auch nicht funktionieren. Also die Finanzwirtschaft, so wie wir sie jetzt kennen, die wird voll und ganz zusammenbrechen. Und die Rolle Deutschlands wird auch nur neu definiert werden, weil Deutschland eben so sehr von seiner Exportwirtschaft abhängig ist. Und in dem Maße, in dem diese Exporte jetzt wegfallen, Ähnliches gilt für China, das gilt für die gesamte Welt. Also wir leben an der Schwelle zu riesigen Umbrüchen. Ja, was sehen Sie denn dann auf Deutschlands Straßen sich abspielen? Dann können Sie ja mal die geheimen Regierungspläne mal nachgucken, dass in Berlin schon darüber spekuliert wurde, was man denn macht, wenn es zu Armutsaufständen im Ruhrgebiet kommt. Ja. Also es gibt da man darf nicht immer denken, dass die Regierenden da nicht so sehr darauf vorbereitet sind. Die wissen alle ganz genau, dass vor uns ganz schwierige Zeiten leben. Ja. Und auch die Polizeibrutalität zum Beispiel, die wir in Amerika im Moment sehen, also dieses Abschlachten von schwarzen Jugendlichen oder so, das sind nichts anderes als Drohgebärden des Staates, der den Leuten signalisiert, bleibt bloß zu Hause und bleibt bloß friedlich, weil auf uns kommen ganz schwere Zeiten zu. Aber Sie denken schon, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, die haben noch sozusagen in Anführungsstrichen große Zukunft vor sich? Ja, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich sehe ja im Moment, wie die Medien versuchen, das anzuheizen. Also auch die Verlogenheit der Politik ist ja kaum noch auszuhalten. Also da gehen die Politiker auf der einen Seite hin und beklagen die Terrorismusgefahr durch islamistische, meist türkisch- oder arabischstämmige Jugendliche und wundern sich dann anschließend, wenn irgendwelche Asylantenheime angezündet werden. Das hat doch einen direkten Zusammenhang. Aber meinen Sie nicht denn auch, dass die politische Klasse und auch die Medien so sich das Glaubwürdigkeitsgrab für in ein paar Jahren schaufeln? Also, das tun sie jetzt schon. Also ich glaube, dass sehr viele Leute heute auch nicht mehr das glauben, was ihnen im Fernsehen vorgegaukelt wird oder was sie in der Zeitung lesen oder was sie im Radio hören. Ja. Also ich merke das auch an der Reaktion auf mein Buch, dass ich da relativ viele Zuschriften bekomme oder E-Mails bekomme, in denen gesagt wird, also das haben wir schon vermutet und das ist gut, dass es einer mal sagt und ich bin auch dieser Meinung und ich finde mich aber nirgendwo in den normalen Medien, finde ich mich in meiner Meinung wiedergespiegelt.
Ja, die nächste Frage wäre dann eigentlich, gehört der EWF abgeschafft? Aber wenn, Aus was moralischen passiert denn Gründen dann? ist, aus moralischen Gründen müsste man ihn nicht nur abschaffen, sondern man müsste die Verantwortlichen des IWF vor ein internationales Gericht stellen und sie zur Rechenschaft ziehen für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie in den letzten Jahrzehnten begangen haben. Weil die haben Menschen in den Tod getrieben, die haben Menschen verhungern lassen, die haben alten Menschen die Lebensgrundlage entzogen, die haben Kranken die Möglichkeit einer Behandlung vorenthalten, die haben jedes menschliche Verbrechen begangen, was man sich vorstellen kann. Es ist ja auch so, dass Sie das Buch den Menschen in Afrika, Asien und Südamerika gewidmet haben, die es nicht lesen können, weil die Politik des IWF ihnen den Besuch einer Schule verwehrt hat. Jetzt frage ich Sie mal ganz offen, sind das Menschenfeinde, die da arbeiten? Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ich denke, das sind absolut skrupellose Menschen, denen die Dollarzeichen aus den Augen gucken. Es sind Menschen, also so wie sehen Sie die Christine Lagarde an, was das für einen Charakter ist. Ich meine, die selber verdient 50.000 US-Dollar im Monat, lebt wie eine Großfürstin oder wie ein Sonnenkönig und erzählt den Griechen, die sollen gefälligst ihre Steuern zahlen. Die selber ist von Steuern befreit, weil sie als Mitglied des IWF und einer Unterorganisation der Vereinten Nationen angehört und diese Leute zahlen keine Steuern. Ich meine, das ist ein Zynismus und eine menschliche Einstellung, die erinnert mich schwer an die Marie Antoinette, die damals zur Zeit der Französischen Revolution gesagt hat, wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen fressen. Ja, jetzt stellt sich aber vielleicht auch noch die Frage, was sehen Sie denn eigentlich als Alternativen? Wo soll denn der Zug, der ja eindeutig in die falsche Richtung unterwegs ist, rollen? Also ich denke, dass wir vor ganz großen sozialen Auseinandersetzungen stehen. Möglicherweise vor Revolutionen. Und ich denke, dass die Möglichkeiten der Kommunikation heute neue politische Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, dass die Parteien so im herkömmlichen Sinne, wie wir sie bisher gekannt haben, egal ob sie auf dem rechten oder auf dem linken Flügel irgendwo aktiv gewesen sind, dass die in der Zukunft keine so große Rolle mehr spielen werden wie die sozialen Netzwerke. Ich glaube, dass sich Bewegungen bilden werden, die in ganz kurzer Zeit ganz große Anhängerschaften gewinnen werden. Wir haben ja den Ja. Anfang davon gesehen durch die Occupy-Bewegung, die aber sehr schnell wieder in ein relativ systemimmanentes Fahrwasser geleitet wurde und die auch aufgrund der Tatsache, dass das Finanzsystem nun doch etwas länger überlebt hat und doch vorerst wieder gerettet wurde, dann auseinandergefallen ist. Aber ich glaube, dass über diese sozialen Netzwerke Bewegungen entstehen werden, die die Zukunft der Menschheit entscheidend beeinflussen werden. Also Sie meinen, über öffentlichen Druck lässt sich eine gewisse Form von direkter Demokratie Nicht herbeiführen? innerhalb dieses Systems, nicht innerhalb der Diktatur der Finanzwirtschaft, unter der wir Ja. leben. Ja. Und wenn das mal passiert, dass der öffentliche Druck, also dass man ihn sich beugt, dann ist das eher symbolisch, ne? So ein kleiner Knochen, den man dem Hund mal hinwirft. Ganz genau, ganz genau. Das sehen wir ja allenthalben immer. Das ist ja so wie wenn ein Milliardär dann plötzlich mal ein paar hunderttausend spendet für irgendwelche behinderten Kinder, wobei er selber die Fabrik gebaut hat, die diese Kinder zu, die, die zu den Behinderungen der Kinder geführt hat. Also da gibt es ja massenweise Beispiele und die sind ja peinlich ohne Ende. Gut, letzte Frage, denke ich, für heute. Wird der IWF seinen Teil dazu beitragen, dass wir in der großen Depression 2.0 landen? Das hat er schon getan. Und Also das wird, ja. gucken Sie sich Griechenland an, gucken Sie sich in Italien an, wo gerade ein Generalstreik angekündigt wurde, sehen Sie sich Portugal an, und sehen Sie sich Irland an, was ist aus diesen Ländern geworden? Sehen Sie sich Island an. Da überall hat der IWF gewütet und das Ergebnis sind eindeutig reine soziale Katastrophen. Gut, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Super. Und ich sage nochmal, also wir sprachen über das Buch Weltmacht IWF, Chronik eines Raubzugs, erschienen im Tektum Sachbuchverlag. Der Autor ist Ernst Wolf. Und ich bedanke mich für das Zuhören. Bis demnächst. Glück auf. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht.
Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. Worauf wartest du noch? Steig ein, lass uns fort von hier. Zünde den Motor, komm. Ich hoffe so sehr, dann verzehrt uns die Nacht. Missachte die Ampeln, sie stehen immer auf Rot. Fahr einfach weiter, du weißt, wir haben nichts mehr zu verlieren.
und im Rückspiegel die große Stadt. Sie wird kleiner, Streifen und Streifen, schon sieht man sie kaum, während es mit uns vorangeht, wohin die Scheinwerfer reichen. Alles ist gut, blicke nicht zurück. Ich hoffe so sehr, dann verzerrt uns die Nacht. Im Radio spielen sie ein Lied, Er promessa di vida no teo Curaçao. Und deine Augen sehen, hier waren wir noch nie, wir sind von allem so weit weg. Am Horizont leuchten Blitze, Wolken brechen und Donner grollt auf uns hinab. Vielleicht sind wir selber Naturgewalten. Es gibt keine Ampeln mehr, nur die Straße und das eine Ziel. Unser Leben, eine Reise im Perpetuum, 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 Perpetuum. Endlich verzehr uns die Nacht. Die Nacht. Die Nacht.